Ja, also Familien mit Kindern mit Epilepsie sind nach der Diagnosestellung konfrontiert mit häufigen Arztbesuchen, auch Spitalsaufenthalten und natürlich Besuchen bei Therapeuten. Das können Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten sein. Damit verbunden ist ein hoher Betreuungsaufwand von Bezugspersonen, sowohl zeitlich als auch organisatorisch, damit das ganze Familiensystem eben vor einer großen Herausforderung betroffen. Die Diagnose Epilepsie ist für viele Betroffene als auch ihre Familien eine große Herausforderung und Neuland. Die meisten Leute haben dazu eigentlich kein Vorwissen. Sie versuchen nachzulesen, zu googeln. Generell gilt jedoch, Epilepsie ist so vielfältig. Bei jedem Kind ist die Ausprägung, die Form so unterschiedlich und daher gibt es auch kein einheitliches Management. Das stellt natürlich für die Familien als auch dann die Institutionen wie Schule, Kindergärten eine sehr schwierige Situation dar. Manche Kindergärtenschulen haben schon mit Epilepsiekindern zu tun gehabt. Für viele ist es eine ganz neue Situation. Ganz wichtig, ich empfehle immer wieder, bitte nicht googeln, bitte sich nicht verwirren lassen durch die vielen Informationen, die man im Internet findet. Bei jedem Kind ist es so unterschiedlich. Man soll sich wirklich aufs Kind, auf die individuellen Fortschritte orientieren und lieber mit Experten diskutieren, sich Meinungen einholen. Auch der Vergleich mit anderen Familien, die man bei Ärzten oder in Klinikaufenthalten trifft, kann oft verwirren, denn jedes Kind ist so unterschiedlich und der Vergleich ist meist einfach nicht passend. Grundsätzlich geht es ja nicht nur um die Kontrolle der Anfälle, sondern überhaupt um die Lebenssituation des betroffenen Kindes oder der gesamten Familie. Es geht um eine möglichst gute Lebensqualität. Zu berücksichtigen sind ja da nicht nur die medizinischen Faktoren, sondern eben emotionale, psychische, soziale Faktoren. Wichtig ist auch, dass sich nicht nur alles um das Kind dreht, sondern dass man eben auch wie Geschwister, Kinder, die Partnerschaft der Eltern nicht vernachlässigt und da versucht, Normalität auch im Alltag zu leben.